Wir wollen Ihnen heute einmal zeigen, wie eine Gas-Hybridheizung mit Luft-Wasser-Wärmepumpe funktioniert. Wie der Name schon sagt, arbeiten bei diesem System eine effiziente Gasheizung und eine Luft-Wasser-Wärmepumpe im Außenbereich zusammen. Ein Hybridsystem wird meistens gewählt, wenn die Luftwärmepumpe alleine nicht immer effizient genug betrieben werden kann. Wer sich schon mal so ein bisschen mit der Funktion einer Wärmepumpe beschäftigt hat, das haben wir in einem anderen Video ja auch schon mal ganz detailliert erklärt, der weiß, dass der Wirkungsgrad einer Wärmepumpe, die sogenannte Leistungszahl, immer davon abhängig ist, wie hoch ist meine Wärmequellentemperatur, das ist in dem Fall hier die Außenlufttemperatur, und wie hoch bzw. wie niedrig ist die benötigte Vorlauftemperatur in den Heizkörpern oder in der Fußbodenheizung und natürlich auch im Warmwasserspeicher. Ich gebe mal ein Beispiel. Bei einer Außentemperatur von 8 Grad brauchen wir eine Vorlauftemperatur in den Heizkörpern von 40 Grad und erreichen damit eine Leistungszahl, die liegt in etwa bei 4. Das heißt, mit einer Kilowattstunde Strom erzeuge ich 4 Kilowattstunden Wärme. Das ist schon ganz gut, aber es wird natürlich manchmal auch kälter draußen. Das heißt, dann habe ich minus 5 Grad und brauche natürlich gleichzeitig auch eine höhere Temperatur in meinen Heizkörpern. 55 Grad. Das ist übrigens auch der Grund, warum es immer sinnvoll ist, dass man bei Wärmepumpen möglichst große Heizkörper hat. Das kann auch schon mal Sinn machen, dass man kleinere Heizkörper dann gegen größere einfach austauscht. Also ich habe eine größere Temperaturdifferenz und schaffe auf einmal nur noch eine Leistungszahl, die liegt bei 2,5. Das heißt, ich muss jetzt deutlich mehr Strom aufwenden, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen. Und genau an der Stelle kommt das Hybridsystem dann zum Tragen. Das heißt, der Hybridmanager, der hat diese Temperaturen und Betriebsbedingungen immer im Blick und entscheidet dann, ab wann es unwirtschaftlich wird, mit der Luftwärmepumpe zu heizen und holt dann den Gasbrennwertkessel als Unterstützung für die Spitzenlast dazu. Ab wann genau das passieren soll, das kann man einstellen. Das ist der sogenannte Bivalenzpunkt. Der liegt in der Praxis immer irgendwo hier zwischen. Und man kann auch sagen, in welchem Modus die Anlage das machen soll. Das heißt, zum Beispiel kann man sagen, die Luftwärmepumpe soll bivalent alternativ fahren, dann schaltet die wirklich ab und der Gasbrennwertkessel übernimmt komplett. Oder bivalent parallel, dann liefert die Luftwärmepumpe nur noch die Grundwärme und die hohen Temperaturen werden vom Gasbrennwertkessel erzeugt. Die Luftwärmepumpe läuft in dem Fall aber weiter. Jetzt ist es tatsächlich so, dass selbst bei dieser relativ niedrigen Leistungszahl die CO2-Bilanz einer Luftwärmepumpe immer noch besser ist als die eines Gasbrennwertkessels. Man kann also über die Einstellung des Hybridmanagers natürlich gewichten, soll der Gaskessel oder soll die Luftwärmepumpe mehr Anteil an der Heizarbeit haben. Das heißt auch, dass man für sich ein bisschen entscheiden kann, wie viel CO2 soll meine Anlage produzieren, aber auch die Heizkosten ändern sich natürlich. Das heißt, der Strompreis und der Gaspreis. Der Gaspreis wird in den nächsten Jahren eher teurer werden durch die CO2-Steuer. Der Strompreis soll entlastet werden. Das heißt, man hat über den Hybridmanager auch in Zukunft die Möglichkeit, seinen Schwerpunkt bei der Heiztechnik zu setzen. Optimal ist natürlich die Ergänzung mit einer Photovoltaikanlage. Denn wenn ich meinen eigenen Strom erzeuge, kann ich natürlich auch die Luft-Wasser-Wärmepumpe effizienter und effektiver betreiben. Ein kleiner Nachteil des Systems ist, dass man im Prinzip auch zwei Heizungen unterhalten muss, nämlich eine Gasheizung und eine Wärmepumpe und dass man am Ende natürlich auch immer noch ein bisschen Gas verbraucht, wenn auch deutlich weniger als vorher. Man muss also gut abwägen, ob die etwas günstigere Investition in ein Hybridsystem sinnvoll ist oder ob man vielleicht gleich den größeren Schritt nimmt und zum Beispiel eine Erdwärmeheizung einbaut und auch die Heizflächen im Haus deutlich vergrößert.